Puh, was für eine Hitze. Nur gut, dass wir jetzt hitzefrei haben. Laura freut sich auf einen entspannten Nachmittag. Und bei dem sonnigen Wetter möchte sie unbedingt raus. Anscheinend hat ihr Freund Paul die gleiche Idee. Freibad. Stark. Laura packt schnell ihre Sachen zusammen und stürzt sich ins Vergnügen. Ein schöner Tag, keine Frage. Aber den Sonnenbrand hätte Laura vermeiden können. Was ist passiert? Also, ein Teil der Sonnenstrahlung ist die sogenannte ultraviolette oder UV-Strahlung. Diese kann man weder sehen noch fühlen. Sie ist da, ob die Sonne direkt auf uns scheint oder nicht. Zu viel UV-Strahlung kann großen Schaden anrichten. Die Augen können zum Beispiel anfangen zu brennen und die Haut auch. Jeder weiß, wie schmerzhaft ein Sonnenbrand sein kann. Arme Laura. Und zu viel UV-Strahlung und Sonnenbrände können die Haut später richtig krank machen. Wie kann Laura das vermeiden? Freibad geht immer. Laura cremt sich ein. Zack, zack und dann los. Paul wartet schon. Aber was ist das? Schon wieder ein Sonnenbrand. Zwar nicht ganz so schlimm, aber der Rücken ist auch dieses Mal knallrot. Laura hat sich doch extra eingecremt. Was hätte sie noch besser machen können? Freibad. Na klar. Laura will jetzt gut geschützt in die Sonne starten. Aber sich beim Rücken eincremen alles verrenken? Da zieht sie lieber ihre UV-Badebekleidung an und cremt sich am restlichen Körper gründlich mit viel Sonnencreme ein. Und was hat Papa neulich noch gesagt? Ach ja, Schatten ist wichtig für die Haut und die Augen. So kann der Badespaß beginnen. Sonnenbrand? Nichts zu sehen. Laura hat sich also gut geschützt. Niemand möchte gern einen Sonnenbrand. Allerdings kann die UV-Strahlung schon lange davor Schäden in der Haut hinterlassen, die man nicht sehen kann. Was kann Laura noch tun? Freibad, auf jeden Fall. Aber genau mittags, wenn die UV-Strahlung am stärksten ist? Das ist Laura zu heftig. Sie kommt erstmal in Ruhe zu Hause an und verabredet sich mit Paul erst für 15 Uhr. Denn zwischen 11 und 3 ist sonnenfrei. Dann ist die UV-Strahlung nicht mehr so stark. Schräges Outfit findet Paul. Laura findet es viel schräger, dass Paul lieber einen Sonnenbrand riskiert. Immerhin schützt er sich mit Sonnenbrille, Shorts, T-Shirt und Cappy. So sind beide gut ausgerüstet für einen schönen Nachmittag im Freibad. Entspannung pur. Und wie schützt ihr euch vor der Sonne?